Derby-Fans, schön sind wir auch das Jahr wieder mit dabei beim neuesten Update vom ZSC1 TV in einem Ereignis- und torreichen Spiel. 6:1 Günther Z gegen den HC Lugano unter dem neuen Bandengeneral Hans Kossmann. Und da war natürlich auch noch der Matthias Seger. In seinem 1000. Spiel für den Z hat er sich schon längstens zur lebenden Legende gemacht, aber ist heute natürlich ein weiteres Mal geehrt worden. Grund genug, um ihn neben dem Hans Kossmann vor die Kamera zu holen. Hans Kossmann, zuerst mal willkommen in Zürich und Gratulation zu diesem Bombeneinstand. Was ist deine erste Erkenntnis nach dem Spiel? Ja, einfach, ich bin sehr zufrieden, dass die Mannschaft hat können so schnell umschalten und auftreten. Die haben gezeigt, dass die kann Eishockey spielen, gutes Eishockey. Und heute haben die das Scheibe laufen lassen und Schlittschuh fahren und super Eishockey gespielt. Und jetzt werden wir versuchen, das so weiterzuziehen. Vor allem ist natürlich das zweite Drittel sehr im Zentrum gestanden. Was hast du da in der ersten Drittelspause gesagt, dass die so zurückgekommen sind? Nichts Besonderes, aber ich glaube, die erste Drittel nach Weihnachtspause ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich war eigentlich zufrieden mit dem ersten Drittel. Wir haben einen guten Rhythmus, viel in der gegnerischen Zone gespielt und dann im zweiten Drittel haben wir unsere Belohnung bekommen. Am 29. Dezember letztes Jahr noch bist du zu dieser Mannschaft gestoßen. Wie hast du dich damals vorgefunden? Ist da irgendwie eine Verunsicherung spürbar gewesen, oder wie war dein Eindruck gewesen? Oh, das ist sicher eine gewisse Unruhe, aber wie ich sage, diese Mannschaft hat viele Spieler mit enormer Erfahrung und Selbstvertrauen und ich glaube, die haben gewusst, wenn die sich jetzt zusammenreißen und alle miteinander spielen, gleiche Leine, gleiche Richtung ziehen, es kommt gut. Aber jetzt ist das war der Start, wir haben erwünscht und jetzt können wir vielleicht ruhig weiterarbeiten. Ja, du hast ja schon angefangen zu arbeiten, hast viel physische Härte, spielen auch in den Trainings. Woran wird man deine Handschrift in Zukunft noch mehr erkennen? Ja, weil das ist das Spiel heutzutage. Es ist viele 1-gegen-1 Schlacht, wo man muss rauskommen mit einer Scheibe, man muss einen Gegner unter Druck setzen, man muss Körper spielen und wenn wir das machen, über 60 Minuten, dann wird wir einen schweren Gegner zum Schlagen. Matthias, zuerst mal tausend Dank. Wir Fans lieben dich für das, was du für uns gemacht hast, aber auch für das, wo du stehst. Und ich weiss, du hast schon genug Interviews gegeben, jetzt wieder ein Interview-Marathon hinter dir. Darum machen wir es heute mal ein bisschen anders. Ich hinterlade dir jetzt gerade das Mikrofon. Du kennst die Fragen, die wir dir ständig stellen. Du kannst von deiner Karriere erzählen, du kannst vom Spiel erzählen. Ich mache Feierabend, da ist das Mikrofon und da ist die Kamera. Viel Spass. Vor allem ist die Idee wieder. Also. Liebe Fans, zuerst mal Happy New Year, alles Gute. Und dann, was soll ich noch erzählen? Ja, wir kommen zurück zum Spiel, es war sehr wichtig, wir haben gewinnen. 6-1, ich glaube, wir haben sehr solid gespielt, also über drei Drittel. Und ist sicherlich mal der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen. Der Flügel hat sehr gut gehalten, ich habe sehr gut gespielt. Und der Gera hat sehr gut geschossen. Ich glaube, das sind die drei Hauptpunkte. Also, macht's gut, danke.